Korruption. Da gibt's nichts zu holen. Sonst irgendwo da. Ne, leuchtet nirgends auf, also gibt's da nichts. Aber hier. Landekontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Ha, okay, Spectre kennen da gar nichts machen. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Jo, wenn die Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Ich finde Joker geil, der hat immer die geile Sprüche. So, Liara muss ich mitholen bei der Mission und dann würde ich die Garrus auch mitholen, die haben ein gutes Team abgehen. Muss ich nur halt noch ein bisschen aufmotzen. Aber das kommt. Das kommt. Geht's so weiter. Hm, da leiten wir nichts. Ab und zu leiten wir da was am Weg rum, ne? Wenn man es gebrauchen kann, holt man es natürlich mit. Aha. Das Begrüßungskomitee. Wir sind nicht hier, um Probleme zu machen. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Ich bin ein Spectre. Mein Name ist Shepard. Blödsinn, Ma'am. Wir müssen das überprüfen. Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Nö. Die Zitadellautorität übersteigt die Ihre. Ganz ruhig. Ihre Station, Ihre Regeln. Wenn Sie das bevorzugen, Commander. Captain Matsuo, halten Sie sich zurück. Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Alter, was hat ihm für ein Problem mit mir? Hat die ihr Tage oder Gefühlsschwankungen, irgendwas in der Art? Was bindet an mir aus? Immer cool bleiben. Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anoles Assistentin. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gern geschehen. Ihnen sollte klar sein, dass unsere Sicherheitschefin nur ihre Arbeit gemacht hat. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Benesia? Ist sie hier? Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Ja, dann geben wir mal die Koordinate. Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Mach ich. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich. Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Sie ist hier. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte mir, dass Sie mit mir reden wollen, Shepard. Über meine Mutter. Nein, ich vertraue Ihnen, Liara. Sie sind zwar nicht beim Militär, aber ein Teil meiner Crew. Danke, Shepard. Blut ist nicht immer dicker als Wasser, ne? Also vertraue ich Damo. Außerdem will ich mit dir noch eine Beziehung eingehen, also immer schön geschmeidig bleibe. Willkommen im Han-Shan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt. Okay, die quatscht nicht mit mir, aber der Fisch auf jeden Fall. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Han-Shan-Raumhafen besucht. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. In der Tat, werter Spectre, Ihre Ankunft hat bei den Firmen hier nicht für Freude gesorgt.
Ist mir doch egal. Diese Person trägt eine Last, die sie erleichtern könnten. Wenn wir uns einigen, würde dieser sie auch entschädigen. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Sie wollen meinen Status für einen Schmuggel ausnutzen. Das ist nicht inkorrekt. Nee. Ich bleib rechtschaffen hier, ne? Also. Diese Person versteht. Das Angebot bleibt bestehen. Dieser kann wirklich Hilfe gebrauchen. Erzählen Sie mir nochmal von dem Job. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings... Ach so, der erzählt nur das Gleiche, okay? Nee. Diese Person fleht sie untertänigst an, noch einmal über seine Nö. Brauche ich nicht, will ich nicht. Kein Bock. Na, das ist ja schon immer. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mit Anolees reden. Einen Moment bitte. Mr. Anolees? Ja, was? Was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Na, dann auf zum Big Boss hier. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Weltraumvagabunden zu unterhalten. Ich bin als Spectre hier, nicht als Vagabunden. Vergessen Sie das nicht. Seien Sie versichert, dass Dicke mir das Lippe. Völlig klar ist. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Ich führe eine Untersuchung durch. Das ist eine Sache der galaktischen Sicherheit. Ist es das nicht immer? Ich lasse nicht zu, dass Sie einen unserer Klienten belästigen. Diese Welt ist Privatbesitz. Opold will, dass ich ein Paket durch die Sicherheit schmuggle. Ich brauche mehr, um etwas unternehmen zu können. Bringen Sie mir, was er schmuggelt, dann kann ich handeln. Was springt denn für mich raus? Was würden Sie für mich tun? Ich würde Sie entschädigen. Die genaue Summe hängt von der Schwere von Opolds Vergehen ab. Werden Sie ihn verhaften? Prozesse werden hier nicht gern gesehen. Sie machen die Aktionäre nervös. Wahrscheinlich lassen wir ihn einfach laufen. Natürlich kommt er bei den Firmen hier auf die schwarze Liste. Ich kümmere mich darum und melde mich später bei Ihnen. Ich weiß Ihren Bericht zu schätzen. Ich bin schon weg. Okay, dann machen wir das mal. Ja, bist ja so beschäftigt. Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Sieht ganz danach aus. Ich brauche eine Alternative. Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anolees. Wir reden später weiter. In Ordnung. Ich werde jetzt aber zuerst mal diesen Gegenstand besorgen. Und ihm Anolees übergeben. Ah, da ist es ja. Opolds Paket. So, entweder kenne ich das Opold oder Anolees. Ich würde eher sagen Anolees. Sind Sie hier, um mir Opolds Paket zu geben? Bitte ja, sehr. Ist bei mir. Ich bin kein Waffenexperte, aber dies scheint ein fortschrittliches Gerät zu sein. Wurde bestimmt geschmuggelt. Gut, dass es den Käufer gar nicht erst erreicht hat. Möglich. Wie dankbar sind Sie? Ich kann Ihnen 200 Credits und einen Pass geben, mit dem Sie Hanshan verlassen können. Aber natürlich nur, wenn wir uns vorher einig sind. Sie können Gipfel 15 aufsuchen und mit Lady Benesia reden. Wenn Sie Ärger machen oder man Sie bittet zu gehen, dann werden Sie diese Welt verlassen. Sie wissen, dass das eine gefährliche Waffe ist. Sie sollte sicher verwahrt werden. Ich sollte sie konfiszieren. Natürlich, das ergibt alles Sinn. Ich wüsste auch gar nicht, was ich damit anfangen soll. Es wäre am besten, wenn Sie sie behalten. Wenn das alles der Kopfhörer nicht richtig sitzt. Ich bin schon weg. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Kann ich jetzt auf Gipfel 15 schon? Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Oh.
Oh, natürlich eine Falle. Zum Glück gibt's die im Zweier-Anime, diese Springer. Die nerven einfach nur. Moment, ich kann doch da in den... Hey, ich kann doch in den Panzer hier. Leute, ich will in den Panzer. Panzer? Warum kann ich nicht in den Panzer? Ey, haben sie das weggemacht? Das würde ich jetzt echt nicht schön finden. Wenn sie das jetzt weggemacht hätte. Junge. Da muss ich mal definitiv jetzt... Das finde ich jetzt wirklich nicht nett, dass das nicht mehr funktioniert. Oder kann ich nur während dem Kampf nicht in den Panzer steigen? Das teste ich mal. Was sind das für Dinger? Ausschwärmen und das Gebiet sichern. Niemand ist schon vorbei, okay. Ne, das finde ich jetzt echt schade. Normalerweise, also im Original, konnte man sich da in den Panzer sitzen und die Teile mit dem Panzer knacken. Na, egal. Ich könnte aber auch mal abspeichern. Das habe ich jetzt schon ein bisschen nicht mehr gemacht. Irgendwie ist das jetzt auch gerade ein bisschen unfair. Hier eine Winterlandschaft und bei mir haben hier Bullehits. Ein Panzerknacker. Lucky Luke lebt. War da nicht was? Ach, keine Ahnung. Schön, dass man weit die Sicht hier hat. Dort zu dem Turm müssen wir. Ich habe gute Augen. Gute Augen sind immer gut. So. Gibt's hier noch was zu holen? Hm. Ja, doch. Hier. Das ist krass. Hier findest du immer was auf dem Weg. Okay. Da ist noch was. Holen wir gleich mal mit. Ach nee. Nochmal die Kampfläufer.
Geil. Jemand erwischt, obwohl ich nicht gesehen habe, wer. Und gleich noch ein. So. Hier kann ich auch nochmal was holen. Das war knapp. So. Die Ausrüstung brauchen wir alles komplett nachher. Die habe ich platt gemacht. Alter, den habe ich bis dahin hingeschleudert. Das ist nice. Das ist nice. Alter, ist das ein Schlangenpfad hier? Das gibt's doch nicht. Wow, ich will nicht in den Abgrund. Aber das Gute ist, wenn ich mich hier hinstelle. Geschütz kann ich von hier aus ausschalten. Und Level up, sehr schön. Das gibt ja alles EP, das ist ja das Geile. Das ist das Geile daran, dass es alles EP gibt. Und noch eine Wende. Da haben wir es ja gleich geschafft. So, da wäre mal. Speichern kann ich leider nicht, aber ich rüsch jetzt zuerst mal, beziehungsweise ich level zuerst mal auf und rüsch dann aus. Das Präzisionsgewehr-Attentat, sehr schön. Liara Tassoni. Werfen. Oh ja, die Raptor. Die ist nice. Ah, die sind nicht so gut. Aber hier, der Sniper, der ist besser. Hm. Ja, komm. Die Russi ist besser. Weiß. Naja.
Ach Quatsch, war ich noch gar nicht fertig. Ja, komm, dann hol die Raiku. Sniper, Holzschuhe, Giftschaden, Schildumgehung, aber schwächt, oder? Ja. Ne, da bleibst du bei Kryo. Wollen wir noch Stabilisator dabei. Jo, das passt. Den habe ich gar nicht kommen sehen. Warum kniest du dich da hin? Ja, ja, von mir aus. So. Lieber wieder hier hin. Dann heile ich mich mal. Das gibt es doch nicht. Vielleicht mit einer Granate. Das gibt's doch nicht. Alter, macht die Schaden.
So, einer weniger. Der Titan geht jetzt flöten. Endlich. Geputt. So. Ist nur noch der eine da. Das Begrüßungskomitee nervt. Schon. So, endlich. Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Das war der schwierige Teil. Der Rest wird eigentlich relativ einfach werden. Außer am Schluss gegen Benesia. Kann ich noch irgendwas ausrüsten? Sieht mir nicht so aus, oder? Energiegewebe wäre vielleicht besser. Na, das hatte ich schon. Was hat ein Garrus eigentlich drin? Ja, auch. Okay.